Ne, von RTL gibt's da Drogen. Drogen. Oh. Was? Warum sollte RTL das kümmern? Hallo, wegen. Wie heißt der Typ eigentlich noch? Warum haben sie ja nicht immer noch keinen. Warum haben sie immer noch keinen Kai Ebel hier eingeführt? Ja, weil er nicht nackt auftreten will. Genau. Das haben wir noch geklärt. Der ist so teuer. Weil da steht dann da so wie man Nachrichten immer so, so. Unsere Moderatoren werden ausgestattet von und dann ist einfach die leere Bild da. Was ist denn das für eine Aufnahme? Oh, okay. Hier haben wir mit dem Holzrechner. Nee, ich war nur nicht sicher, welcher Satz ich wählen muss. Nee. Ran, wegdrücken! Warum weg! Denn? So. Ich will jetzt sehen. Oh, jetzt werde ich wieder angeschrieben. Erstmal wieder hier offline stellen. Nein, nicht möchte schon. Yes! Regen! Ja, es regnet in Strömen. Regen! Im Rennen aber nicht. Aber so richtig. Immerhin. Richtig cool. Und im Rennen ist trocken. Ich freue mich. Ja, willkommen zurück bei Formel 1 2000, diesmal 17. Zurück vor allen Dingen. Ja, dieses Mal im Regen, das ist doch viel wichtiger. Ja, sehr schön. Wir sind im Regen in, wo sind wir denn, Australien? Was sind wir überhaupt? Wir haben den Nürburgring Special heute, Regen. Ich freue mich. Die Framerate bricht dementsprechend direkt ein. Ja, ich bin mal gespannt. Das habe ich auch gerade gedacht. Einfach so. Ich habe vorhin einen Benchmark-Test gemacht im Regen. Das sollte funktionieren sogar. Ja, ich war auch beim Bankdrücken vorhin. Beim Bankdrücken? Ja, immer wenn ich mich hier so komisch bewege, liegt das daran, dass mein Bildschirm vorne steht. Ach, hast du die Kamera weiterhin an? Ich dachte, du wolltest rausmachen. Nö, ich hab die an. Ey, tut mich nicht weh. Willst du eigentlich auch das Training, das Qualifying aufnehmen und ausstrahlen? Oder nur das Rennen? Nero? Ja, wahrscheinlich schon. Aber alles am Stück beim nächsten Mal. Wirst du das machen oder nicht? Ja, schon. Also, wirst du das Training? Was? Du nimmst das Training mit drauf? Welches Training? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ja, übrigens, die Strecke ist übrigens nass. Ich sehe überhaupt nichts. Die Strecke ist voll trocken. Also ich kann Vollgas geben mit trockenen Reifen. Du bist ja auch ein Controller. Ich habe natürlich den Pitlimiter mal wieder vergessen. Zyrock, du hast auch ein Gamepad. Stimmt, eigentlich habe ich gesagt, ich war jetzt übrigens das erste Mal wieder mit dieser anderen Kamera. Oder mit der Kameraeinstellung. Ich war das erste Mal mit der Sonst bin ich mal blind gefahren. Achso, mit dem Fischauge. Nimmst du jetzt die Cockpit? Nee, ich habe die normale, aber so ein bisschen weiter hinten halt. Damit ich die Spiegel sehen kann. Wobei kann mir jemand einen Tipp geben, warum die Reifen die ganze Zeit blockieren? Aufs Bremspedal. Weil du zu sehr Du musst aufs Bremspedal zurück, dann geht das. Achso, ja, danke für den Tipp, der gewinnt. Ehemaliger Teammate. Nein, ich habe auf meinem Bremspedal jetzt den Blick nach hinten. What? Wie bremst du dann? Mit der Kupplung, das mache ich ja schon immer. Damit ich rechts und links fahren kann, sonst ist das zu nah beieinander. Ich habe halt drei Pedale. Ich werde definitiv hier keine Ruhe. Lenkst du jetzt auch noch mit den Pedalen oder was? Stell dir jetzt ein Seil. Damit ich rechts und links fahren kann. Ja, rechts Gas geben, links bremsen. Mit den Füßen. Mit den Füßen. Mit den Füßen. Da sind wir dabei. Das ist scheiße. Och Mann, dann werde ich ja wieder Hitstar. Wie ist eigentlich das Wetter im Rennen? Hat das jemand geguckt? Trocken. Das ist schön. Aber das heißt, im ersten Rennen werde ich jetzt schon mal einen riesen Nachteil gegenüber Guillaume haben. Das ist echt nicht schön. Wieso? Beim Qualifying mache ich nicht so viel. Unmöglich, im Regen zu fahren. Unmöglich, geht nicht. Moment mal, wir haben doch gesagt, den Regen machen wir aus. Fängt das jetzt schon an? Das ist unmöglich. Ja, ist es. Geht einfach nicht. Zaug, wer wird denn Weltmeister? Ja. Jomun? Natürlich nicht. Jomuns Team vielleicht, weil hier zwei Spezialisten im Rausfliegen in einem Team sind. Oh, geil. Ich glaube, so von der Statistik sind Robot hier beide wirklich fahren, die am meisten raus sind. Ja, die anderen fahren auch ohne Eier. Ja, stimmt. Oh, Nürburgring wieder Action. Regnet das eigentlich im ganzen Qualifying oder nur jetzt schon? Ja, komplett durch. Gut, wir fangen neu an. Großjeans! Roma Guillaume hat die Bestzeit gefahren. Da war Ocean, da ist Modest. Ich glaube, nicht gut. Das hin.
Das behindert mich nämlich beim Lenken, das ist nicht so geil. Wenn ich die Kraft habe, habe ich auf die Straße. Das Lenkrad beim Lenken? Nein, das Mikrofon. Ich habe verstanden, das Lenkrad. Nein, das Mikrofon lenkt für ihn. Das sieht bestimmt lustig aus, weil das Mikro lenkt. Ich mag keinen Regen. Dann fahren wir mal in die Box. Boxen, stop. Boxen. Fahren wir mal die erste. Fahren wir mal die erste. Kurze Information aus der McLaren Box, das Wetter ist wirklich nicht so gut. So, ich habe Invalid Lap Time nach der ersten Kurve. Also ich finde das Wetter. Box hat noch gar nicht mit mir geredet. McLaren Box. Endo kann anscheinend nicht. Aber die haben halt gerade nichts zu sagen. Was sollen sie uns doch mitteilen im Moment? Und mein Wetter ist schön. Die McLaren Box an, die sagt, Schallbox, das Wetter ist nicht so gut. Oh, ich bin 10. Also, Pole ist hier nicht zwei Runden an die Box. Boah, damit bist du aber deutlich sagen. Besser sein als ich wahrscheinlich. Boah, das ist eine schlechte erste Runde. Du bist der Regenkönig, also bitte. Nee, jetzt nicht. Gerade nicht! Yay. Oh, ich bin voll Jörmann. Was hast du denn für eine schlechte Runde gehabt? Meine war katastrophal. Ich hab mich zweimal fast gedreht. Ich finde es schön, Mono macht eine ähnliche Linie wie ich, aber er hält sich auf der Straße anders als ich. Ja, mal sehen, was das für eine Runde geworden ist. Paul wahrscheinlich. Schwimmrunde. Ja, ich schwimme auch. Gar nicht so schlecht. Hallo Mercedes, hallo Red Bull, hallo komisches Eiswagen. Das ist dein ehemaliges Team. Die haben mich rausgeworfen. Die haben gesagt, drei. Nein. Geh runter vom Rasen! Haben wir jetzt eigentlich auch irgendwie diese ganzen Regeln, die man in der Karriere hat, haben wir nicht, oder? Mit dem Verschleiß der Teile und so. Wir haben doch Simulation. Verschleiß der Teile nicht so. Ganz. Also, die werden, glaube ich, nach jedem Rennen noch null wieder gesetzt. Ja, das meine ich damit. Ja, Rülz, du hast Simulationsschaden angestellt, oder? Ja, natürlich. Okay. Ich glaube, er hat gerade fast sein Fahrzeug zerstört. Aber ja, und nichts ist passiert. Das ist ja gemein. Aber mehr kann ich nicht machen, als auf Simulation setzen. Nö, klar. Aber nicht, dass ich jetzt wieder diesen selbst reparierenden Frontflügel habe. Nee, das wäre schrecklich. Das ist ja mein Auto. Hatte den schon mal jemand anders? Hätten wir mal auf Demon gehört. Ich glaube nicht. Okay, ich hatte den auch schon. Sogar okay. Mit euch. Stimmt. Das habe ich mich nämlich auch noch drüber lustig gemacht. Ja, war doch schon mal eine geile erste Rundenzeit. Aha. Wie viel seid ihr? 11. 13. Wie viel Mono? 5. Stimmt, du bist direkt hinter mir. Das müsste ich eigentlich sehen. Ich bin mal kurz auf K. Denk dran, die Qualifying-Zeit ist nicht so lang. Wenn er in der Startaufstellung stehen bleibt, wissen wir, wo er ist. Aber er ist jetzt mein Teamkollege, das war nicht so gut. Doch, das ist gut. Wie war das, Zarek? Das Wetter heute ist nicht so toll? Nee. Also er hat zumindest meine Box gesagt. Ja, ich sehe das ja anders. Also ich finde das eigentlich sehr schön. Nass, so ein bisschen. Ja, es klart nicht. Auf, würde ich sagen. Ja, es wird heller. So, schauen wir mal. Wie viel schneller ist Sebi? 8 Sekunden? Ja, nicht ganz. Okay, ich bin gerade laut Anzeigen Bestzeit gefahren, aber bin 8. Ah ja. Ja, jetzt ist 3,5. Mono noch 17, selbst. Ihr seid 16. Ja voll nah, also ihr habt übrigens 1,40,057, 1,40,071 und 1,40,093. Alle 1,40,0. Das sind echt gute Zahlen. Ja. Keine Fischer und 100 zu auseinander. Also, Jomon, das Battle um P19. Ich kann ja viel mehr Gas geben, ja, dann nach dem Boxstopp direkt aus, damit ich raus. Aber witzigerweise hat Lemurix den schnellsten ersten Sektor. Ja, erster Sektor ist meiner. Ja. Den kann ich auch noch jemand haben. So, wo kann ich denn jetzt hier nochmal Reifen umstellen? Da. Also vielleicht nochmal auf die Strecke. Das war sehr gut. Das war Invalid Lap Time? Nee,
Bei mir nicht. Dann haben wir noch. Wir haben nur noch 1 Minute. Wo ich gerade mal so gesagt habe, 2 Minuten. 3 Minuten, glaube ich. Oh, okay, dann soll ich 2 Minuten 50. Ah ja, sogar noch weniger. Alles bereit. Okay, dann kriege ich keine Zeit mehr. Da kannst du doch einmal über die Linie fahren. Ich habe keinen Spaß. Aber nicht. Ja, das ist doof. Oh nein, jetzt fahren die alle raus und müssen warten. Mhm. Ja, doch. Das sollte noch gehen. Ich werde hinter allen anderen rausfahren. Das wird schön. Also das erste Rennen werde ich schon mal nicht gewinnen. Ich auch nicht übrigens. Boah, Regen, ey. Ich habe auch noch gesagt, mach den aus, weil man da nicht fahren kann. Und genau das ist eingetreten. Ich habe ja noch nie ein Rennen gewonnen, also warum soll ich mir da Gedanken machen? In der schönen ersten Saison. Das waren noch Zeiten. Ich glaube, was ist eigentlich dein bestes Ergebnis? Ich noch nicht mit Lenkrad gefahren bin. Ich glaube, Zweiter. Ja, klar, Zweiter. Warum? Und in Singapur. Ja gut, in Singapur hattest du ja auch keine Konkurrenz. Das stimmt. Nee, das stimmt. Singapur, da haben Sepp und ich irgendwie keine Erinnerung dran. Genau das. Das war ein ziemlich kurzes Wochenende, würde ich mal behaupten. Yep. Er hat Cyrock gewonnen, oder? Ja. Singapur, weiß ich nicht. Er wollte einfach nicht rausfliegen. Er hat es zwar zwischendrin versucht, aber er hat es nicht geschafft. Wo habe ich denn im letzten Sektor so viel Zeit? Ich habe wieder den gleichen Bug wie vorgestern. Raikön will mich nicht überholen. Es ist kein Bug. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Das ist aber scheiße. Weil dann hätte ich eine freie Strecke, wunderbar. Jetzt sitzt er mir hier gleich im Nacken, wenn ich die schnell rumfahre. Das ist doch cool. Immerhin hast du eine freie Strecke. Nächste Runde ungültig. Weil ich mag es. Gefällt mir, nächste Runde ist nicht. Man fährt Sepp dann endlich in Pole. Oder ist Sepp auch im Regen scheiße geworden? Meine Reifen sind zu heiß. Im Starkregen. Das heißt, die Strecke wird besser. Ich fahr trotzdem noch mehr. Anscheinend heißt es das. Es ist trotzdem noch Starkregen, oder? Ja. Ja, aber ich kann ja, aber auch Starkregen kann man mal mit Intermediates fahren, hatte ich heute in der Karriere. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Das heißt, sie haben die Strecke wahrscheinlich ein bisschen besser gemacht, dass man jetzt auf der idealen Linie wirklich trocken hat, eine Fahrbahn hat. Naja, angeblich soll ja ein größerer Unterschied in den Wettbewechseln sein. Das soll man nicht mehr ganz so vorhersagen können. Obwohl, das mit Intermediates ging ja im letzten Spiel auch ganz gut. Wenn ich da an Malaysia denke, da sind wir auch einen Starkregen mit Intermediates durchgefahren. Ja, nur noch von Mergo, der hat er gewechselt. Der war dann zwar irgendwann schneller, aber der Starkregen dann nur kurz war. Hätte ich davon nicht profitieren können und dann war ja das Ende. Oh gut, ich bin raus. Mergo ist raus. Oh Gott, das wird eine schlechte Runde. Da brauche ich gar nicht mehr fahren. Ich meine, diese EU-Böse. Ah, jetzt muss ich hoffen, dass Guillaume sich wenigstens noch verbessert. Aber wahrscheinlich tut er das. Ich bin auf P9 gefallen. Bin Erster. Oh. Ja, also wenn definitiv, wenn einer so einen Vorteil durch die Wetterverhältnisse hat, dann müssen wir das ausmachen. Cyrock, die mal, das hatte ich auch ohne Wetter. Also Sepp hat eigentlich schon gewonnen, weil er vorne wegfahren kann. Kann man denn noch zuschauen? Was mache ich denn da? Nö. Jomo, fährst du aktiv? Nee. Jomo, fährst du? Ja, aber ich bin jetzt nicht fertig. 18. immerhin. Yay, damit ist das der 20. Platz für mich. Wer fährt denn noch? Kann man jemanden hier Tickets drücken? No. Naja, wenn ich jetzt aufgebe, wird der Rest wieder simuliert. Ne, der ist doch jetzt auch in der Box. Ich? Ja, klar, ich hatte doch ungefähr. Ja, komm, ich fahr über Start Ziel dann. Achso, ja, stimmt, dazu gesagt. Ja. War jetzt nicht so lang. Also, Session beenden, ja? Was soll ich denn eigentlich tun? Ja, können wir das machen, Session beenden? Wird da nicht noch irgendwas simuliert? Das wird jetzt sowieso wahrscheinlich beendet. Nee, ich bin ja schon rüber. Wenn keiner mehr fährt, dann eigentlich nicht. Da Perez und der ganze Quatsch sowieso in die Box fallen? Ja, eigentlich schon. Muss gleich alle rüber sein. Gibt man noch irgendjemanden? Ja, ihr könnt aufgehen, wenn ihr wollt. Ja, kann ich nicht, ich bin schon. Ich auch. Ja, ich auch. Ja, gut, dann beende ich. Boah, was ist denn da passiert?
passiert? Sehr gut. Ich wurde gerade noch im Endscreen abgeschossen. Mein Auto ist Schrott. Ja, ich würde sagen, der Sieger steht fest. Falls ich überhaupt starten darf. Die haben mein Fahrzeug gerade zerstört. Raus, erste Kurve. Jomon, nur 3 Sekunden auf den davor. Ja, nicht ganz. 2. Ja, das ist halt echt scheiße, wenn einer durch so einen Bullshit wie Regen so viel Vorteil hat. Ach, jetzt hör auf rumzuweinen. Der Mono hatte gleich einen Vorteil. Das nervt. Ja, das ist das Problem, der Glücks, wenn man jemand ist, der ist halt so. Ist das Problem, wenn man jemanden hat? Leg das weg, was du in der Hand hast. Na, nee, jetzt erst recht nicht mehr. La la la. Ich komm mit Conrail. Miss Conrail? Ich komm mit Conrail. Wenn du in die ersten paar Kurven fährst, eine Kollision gleich zu Beginn des Rennens wäre fatal. kurze Info an euch, es sind viele Autos auf der Strecke. Aufpassen. Ja, das ist. Danke für die Information. Ich soll meine Box in die erste Kurve fahren. Du bist doch sowieso Erste, also halt die Schnauze. Halt die Fladen. Halt die Kufe. Habe ich nicht besser das dann. Ich würde gerne den Start überleben, ohne mir einen Frontflügel zu zerstören. Gibt's nicht. Ich glaube, in 90% meiner Starts kommt das vor. Ebenfalls. Da ich von Position 20 starte, auf jeden Fall. Wollen wir los? Ja, also ich wäre ready. Ich warte nur auf euch. Also ich wäre ready. Ja, wir wollten das ja jetzt absprechen. Und das stimmt. Damit Nergorix im Jahr 210. Also dafür, dass ihr fertig seid, könnt ihr auch mal starten. Ja, ich habe erst auf Start gedrückt, nachdem alle gesagt haben, die sind fertig. Gut, dann schauen wir mal. Ich auch. Jetzt haben wir erstmal den Formationslauf. Ja, das dauert ein bisschen, bis ich los war. Oh, da ist ein Ferrari nach hinten teleportiert worden. Geil. Du bist ein Ferrari. Ja, ich aber ja nicht. Invalid Lap Time! Wo steht denn überhaupt dein Teamkollege, Nergo? Ich hab gar nicht geguckt. Der steht jetzt auf Startziel. Nein, ich meine, auf welcher Position startet der? Keine Ahnung. Nergo XL! Ich hab hier ein Duell mit Stroll. Mal sehen, ob der Mann hast du. Das ist ja so cool, dass das Spiel direkt mit dem Regen Sepp den ersten geschenkt. Nergo, ich beende sowieso nicht. Das sagst du immer. Genauso wie du die Strecke nicht kannst. Nee, die Strecke kann ich. Nein, ich kann gleich nicht mehr fahren, weil Lenker kaputt ist. So klang es gerade. Warum fährt denn Ocean so langsam? Und jetzt extra laut. In der Einführungsgruppe kann man sich noch nicht zerstören. Nee, und man kann zum Beispiel. Genommen, der ist gerade an mir vorbeigezogen. Das Benzin nicht umstellen, das ging früher nicht. Hab ich auch direkt. 20. Du warst die ganze Zeit 20. Ich kann nicht sehen, wie ich unbedingt meinen Roller runter. Hä, wieso gibt's nur noch Position 1 bis 15? Ja, der stand da so rum, dass ich dachte, der ist raus. Wahrscheinlich, weil 5 Leute am Start stehen und die dann in der Einführungsrunde oben nicht gefehlt werden. Muss man jetzt selber auf die Startposition nehmen? Alter, es ist spät, dass man hier übernommen wird. Nein! Ich hab gerade mal so ein bisschen auf die Temperatur geachtet. Das ist die ganze Zeit im grünen Bereich. Ich bin Mono ausgerufen. Egal, was ich mache. So, Mono, wir tun jetzt schon alles leid. Neue Position 1 bis 5. Ja, wir sind auch, am Start. Also komisch. Das kann in einer Menge Blech enden, die wir da gleich produzieren werden. Ich hab ja sowieso den Trabant Blechlerin der Fahrzeuge hier. Beim guten alten McLaren. Mal sehen, wie Salro diese Saison startet. Ja, ich bin 15, 16. Nicht gut. Ja, ich weiß, du bist von mir. Lol, ohne Ladebildschirm! Ja, hast du noch gleich gewusst? Ja, stimmt. Stroll hat einen total schlechten Start. Das ist geil, weil er vor mir scheint. Nein! Und Sarah ist 17. Wer ist mit der Rasse? Oh, Mono! Kjormann hat wieder keine Rücksicht auf Verluste. Was? Ah, ist ja nicht wahr. Ja, Kjormann ist wieder der hat jetzt geil, 200 Überholmanöver. Kurve 1 reingeheizt. Nein, ich hab gesagt, ich bin hier. Du warst so langsam.
Ja, Mono, das war's für dich. Mal schauen, was für eine Strafe ich jetzt krieg. Cyrock ist auch was. Ja, das war's für euch. Super. 5 Sekunden Stop and Go. Ist die viel los oder was? Ja, wegen der gelben Phase, die Cyrock ausgelöst hat. Aber was ist denn nun passiert? Ich bin mit wer auch immer da links neben mir war. Kollidiert mit KI, glaube ich. Das war das, was ich gesagt habe. Ja, ihr wolltet ja. Und jetzt beschwert sich zumindest Cyrock. Ich beschwere mich nicht, dass es Simulationsschaden ist. Ich bekomme mich, dass ich in der Kurve 1 genommen und den Nervenriss gemacht habe und vergessen zu bremsen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe nicht vergessen zu bremsen. Ich bin auch in die Kurve gekommen. Ja, nachdem du mich als Bande benutzt hast. Ich hab dich überhaupt nicht als Bande benutzt. Ich hab dich gar nicht berührt wahrscheinlich schon, aber... Wir nehmen doch alle auf, oder nicht? Ja. Änderung bestätigt. Könnt ihr euch jetzt auch hier angucken und aktuelle Behalt. Geil. Alles klar, ich bin... Cyrock also mal wieder raus. Und Sepp fährt wieder vorne weg. Jetzt kann ich ja auch langsamer fahren, ne? Warum? Hä? Hat Jomo nicht? Achso, die Startstaffel ist auch im 13. Verstehe. Ja, ich bin auch relativ problemlos vorbeigekommen, weil ich bin dann halt nach rechts rübergezogen, weil die doch deutlich langsamer waren und dann hab ich halt relativ spät zwar gebremst, aber ich habe ja wie gesagt die Kurve gekriegt, im Gegensatz zu dem, was Cyrock hat. 13,9 Sekunden Boxenstopp, geil! 30? 13,9. Gerade so knapp, what? Wieso so langsam? Vergessen loszufahren? Stop and Go Strafe und Flügelwechsel. Cyrock meinte, er müsste gelb auslösen. Ups, vermutlich sowieso gelb bekommen, weil ich da ja schon vorher tot war. Nee, bevor ich glaube, können wir erst mal fahren. Wobei auch da sollte eigentlich Codemasters irgendwas machen, dass man am Start die Leute da überholen darf trotzdem, weil das kann ja, da kann ja keiner reagieren. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall werde ich da nicht warten können, weil das hätte mehr als 5 Sekunden gekostet. Tja, kommt irgendwie nicht so wirklich an meinen Vordermann. Irgendwie liegen hier immer noch die Einzelteile von Cyrock. Oh, das war zu weit hin. Sagt jetzt gar keiner mehr was. Ja, die Stimmungskanonen sind so leise geworden. Ja. Hat wahrscheinlich gerade niemand was zu sagen, weil jeder einsam mit Fremden fährt. Ja, bei mir ist jetzt relativ spannend so. Ja, ich sehe wirklich niemanden. Ich auch nicht. Ja, bei mir setzt sich leider Werland vor mir ab und Master kommt nicht vorbei. Fahrer vor mir. Ich hätte gerade fast mein Fahrzeug zerstört. Ein bisschen weiter nach links. Nur 36,2 Sekunden. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 28,2. Nur 36, ja, ich schaff's auch locker. In zwei Runden möchte ich dich da sehen. Ja. Easy. Naja, ich bin ja schon mal vor zwei unserer Fahrer. Naja, aber punktlos. Das ist ja egal. Vielleicht ich bin in der Gesamtplatzierung nachher vor dem. Ja, auch vielleicht kann das in der Boxenstopp-Strategie ja noch beeinflussen. Es gibt nur einen Stopp und ich werde nochmal einen machen müssen. Ich glaube nicht, dass ich mit Gelb durchfahren kann. Also ich bin ziemlich genau eine halbe Runde halt hinten.
Die Tendenz, glaube ich, sogar steigend. Ah, wie siehst du die Fahrer langsam hinter mir aufreihen? Das gefällt mir gar nicht. Ja, block die mal ein bisschen. Aber so lange kannst du die auch nicht blocken. Bis ich da bin. Wahrscheinlich nicht. Oh, ja, ich weiß nicht. Guillaume, erzähl uns doch mal einen Schwank aus deinem Leben. Vielleicht machst du einen Fehler. Lieber nicht. Aber nicht so spannend jetzt. Ich brauche gerade Benzin. Das ist gut, das ist auch so teuer geworden wieder. Ja, deswegen muss der diesmal auch noch für China reichen. Weil McLaren hat jetzt zwei teure Fahrer. Ja, ja, genau. Und ja, können sich Benzin nur für die Hälfte wegreißen. Sie sparen ja auch für einen neuen Motor. Dieses Projekt ist übrigens eigentlich mit 5 Leuten. Das sind jetzt 3. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 50,8. Ich gratuliere mal schon mal Sepp zum Sieg. Ja, ich glaube, ich werde mein Fahrzeug trotzdem noch selber zerstören. Ja, ich bin das wäre gut, dann wäre ich nämlich vor dir. Vielleicht, wenn ich mir die vorher zerstöre. Ja. Einfach wieder an der falschen Stelle Gas gegeben. Aber Massa hätte es jetzt echt nutzen können. Wie viele Fahrer sind eigentlich noch drin? Ich hoffe, ich habe Stroll mit zerstört. 18. Nö, nur ihr beide seid raus. Oh, das ist schade. Stroll ist 36 Sekunden vor mir. Der hat noch nicht mal einen Schaden davon getragen, ne? Ja. Hast du einen Schaden? Hast du einen Schaden? Bist du maximal gewesen? Ich glaube, Zyrok ist demotiviert. Oh, upsala. Ja, der schlägt gerade irgendwie zusammen draußen. Sollte nicht sein, hört man doch nicht. Schade, wenn wir so komisch. Hat sich gemutet. Aber diesmal früh in der Saison. Aber Cyrock hat es ja auch selber angekündigt. Ab Spanien. Das hat er letztes Mal gesagt. Ab Spanien. Aber dann. Haben wir ja noch ein paar Rennzeit. Da kann er sich jetzt nicht beschweren, dass er jetzt raus ist. Das passiert halt, wenn man sowas sagt. Und in Italien hat er noch ein ganzes Auto. Ersatzfahrzeug, falls er seines zerstört. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, auch ein Ersatzfahrzeug bekommen. Das, was ich im Training gefahren habe, was die KI mir zu Schrott gefahren hat, das hatte jetzt schon ziemlich viel Motorabnutzung. Und jetzt hat das plötzlich wieder 1 bis 4. Ah ja. Ich bin ja mal das für so ein Safety. Motor muss man nicht durchgehend mitnehmen. Nee, das sind die einzelnen Bestandteile. Du bist für ein Safety Car? Ja. Was bringt dir das? Dann komme ich wieder dran an den 18. 17. Ja, und dann fährst du den wieder drauf und darfst nochmal in die Box. Ich bin ja nur drauf gefahren, weil Mono da vorne ins Aus wollte. Würde ich jetzt aussagen. Jetzt ist Mono wieder schuld. Ja, prinzipiell kann der Mono ja gar nichts mehr dafür da. Normalerweise hätte ich da einfach nur an der Wand stehen sollen. Es war ja schon Monos KI, die aufgeben wollte. Warum sollte meine KI aufgeben wollen? Ich war doch schon kaputt. Ja, ja, aber die fuhr dann noch halt so ein Stück geradeaus. Das machen die mit 3 Reifen? Ja. Die haben doch mal richtig Kette. Was mache ich denn da gerade? Ich bin soffen, ja. Möchtest du das mitteilen, Jaron? Nö, nö. Ich habe einen Schluck Whisky vor der Aufnahme nicht getrunken.
Ich hätte so eine Scheiße gefahren sind. Eine ganz komische Linie gerade. Die Reifen gehen aber schnell, Geister. Wo bist du? Was fährst du denn? 30%. Ja, aber wir sind auch schon bei Runde 7 von 29. Das ist erste Viertel haben wir ja schon. Ich habe interessanterweise links mehr als rechts. Ja, weil die linke Seite auch eine höhere Temperatur erreicht, weil jetzt die meisten Kurven ja nach rechts gehen. Ja, richtig. Ja, aber vorne und hinten ist genau gleich. Eigentlich nur vorne links das Problem. Ich habe bei beiden. Also ich habe nur vorne links. Ja, links. Vorne also links ist hier wie vorne rechts. Also vorne links bin ich jetzt bei 37. Ich hab links komplett 12 und rechts komplett 9. Kann man mehr Reifen nutzen kommen als ich? Du bist auch schneller als ich, also was soll das? Liegt bestimmt daran, dass du mit Gamepad fährst. Ja. Du ja nicht? Auf jeden Fall. Ich bin der bestfahrende Lenkradfahrer, der noch drin ist. Da ist irgendwie was liegen geblieben. Ich hab's genau gesehen. Scheiße. Boah, und sobald der weg ist, ne, das geht ja nicht mehr. Also ich hätte gedacht, das wäre es gewesen mit dem Walten. Ich auch. Du bist die Letzte. Das können wir uns aber nicht antun. Ja, Mann, du bist die allerletzte. Allerletzte. Ja, ich weiß. Das ist ein ganz, ganz schweres Los für mich. Oh, das ist mit dem Bremsen geht gerade gar nicht. Nicht nur wegen so kleinen Stückchen, was fehlt. Kaputt ist am Flügel, hat man sofort blockierende Räder. Ja. Ja, wenn du gelb bist, dann geht's. Nee, ist rot. Ja, also ich hätte, glaube ich, nicht in die Box fahren sollen, auch wenn er bei mir schon ein Ausrufezeichen hatte. Ach, aber dann hätte ich wenigstens ein Duell gehabt, irgendwie mal. Tja. Kriegen wir jetzt gleich. Weil so ist irgendwie... Ich warte jetzt in der Box auf dich, Nero. Ich schalte mal um zu Nero. Wo ist Nero? Vorletzte Kurve. So ein bisschen, ja. Dann du musst halt eine 5-Sekunden-Strafe machen unten von Kurve. Ich glaube, ich habe einen Flieger ein. Ich sag nicht, der kriegt mich. Doch, der kriegt mich jetzt hin. Ja, der ist jetzt an der Boxen gerade vorbei. Ja, hallo. Ja. Oh, ja. Ich weiß, was nicht passiert. Auf Mischung 2. So ein Mist. Ja, Nervus, jetzt hast du dein Duell. Ja, aber du kannst wahrscheinlich noch durchfahren, oder? Was du davon? Wird knapp. Träume ich zwar, aber ich hoffe es. Und ich werde das nicht können. Weil ich glaube nicht, dass ich 28 Runden auf diesen Reifen fahren kann. Aber erstmal muss ich wieder an dich rankommen. Oder versuchen zumindest. Brauchst du nicht. Ach doch. Wir wollten noch eine Welt haben, dachte ich. Aber jetzt bin ich ja schon vorne, dann ist das okay. So. So haben wir ja nicht gewettet. Aber es ist schon interessant, die Game-Reifen haben doch deutlich weniger Grip in der Kurve da. Was ist jetzt los? Was war das denn? Ja, bei mir war plötzlich schwarz. Ich habe nichts mehr gesehen. Och Mann, Guillaume, was soll das denn mit unserem Duell werden? War 3 Sekunden, war, ich hab nichts mehr gesehen, war gar nichts mehr. Aber fällt mir super an heute. Also bei mir, also ich guck dir ja gerade die ganze Zeit zu. Bist du auf einmal irgendwie, hat das Bild gehakt? Und dann wurde ich ein Stück nach vorne teleportiert und bist geradeaus gefahren. Okay. Klar, ja, du hattest ja schwarze Bild, ist ja logisch, dass du da nicht einhängst, aber irgendwie auf das Bild plötzlich. Okay. Ja, gut, jede Runde die Box fahren. Kann man auch machen. Ganz toll, ja. Das hatte vorletzte Saison hatte das doch hier Zabro versucht. Ja, ich habe das im Forum gelesen, dass das wohl, also im Steam-Forum, dass das wohl passiert, aber das ist jetzt echt das erste Mal. Hätten wir mal auf Demon gehört. Ja, echt. Du hast übrigens gesagt, das rote Reifen und vorne lila. Auch nicht schlecht. Ja. Was wäre da gelb? Weil rot war. Jetzt bin ich aber mitten im Feld. Das finde ich schon super. Aber Sepp ist schon vorbei, ne? Ja, Sepp ist vorbei. Was? Nicht mehr mitbekommen. Das war ja auch in der Box. Ja, hätte ich auch noch nie wieder eigentlich sehen müssen. Was
mache ich hier? Ja, so viel zum Duell, der Ulz, ne? Das hat sich ja nicht. Naja, noch ist das Rennen nicht vorbei, Jamon. Ich kann auch noch so leicht einen Unfall machen. Ja, aber du bist jetzt nicht dafür bekannt, ständig zu fabrizieren. Na, ja, das Spiel ist aber auch neu. Achso, ja, dann. Fährt sich ja schon anders als 2016. Also ich hätte ja andersrum gemacht, Jürgen. Ne? Ich hätte die Hinterreifen lila gemacht, die Vorderreifen rot. Die Vorderreifen müssen sich schneller ab. Das stimmt. Dann halten die Roten auch länger aus und die vorne sind zum einen linken einfach wichtiger, ja klar. Hat sich jetzt auch nicht verändert beim Rausfahren, ja, ist immer noch so. Das ist immer noch so. Ich habe auch zwischendurch nochmal kurz die Aufnahmen gestartet und kann ich auch mal gleich einen Screenshot irgendwo hochladen. Du hast die ganze Zeit, du hast ja permanent vorne lila und hinten rot. Das wäre schön. Richtig schön. Ich kann die halt nicht sehen, ich sehe halt bei mir nur den Heckflügel und ja, klar. Deswegen weiß ich das nicht. Was fährst du tatsächlich? Lila oder was? Nee, rot. Ich habe einfach nur das genommen, was schon da war. Also ich habe mich gar nicht erst entschieden. Das bleibt auch so, wenn du den Fahrer zwischendurch wechselst, oder? Ich bin jetzt gerade bei Sepp mal drauf und wir sind zurück. Sepp fährt da ganz vermutlich seine Runden. Mit einer 3-Sekunden-Strafe. Hab ich auch schon. Wow. Mal noch bei Nergo rein. Bei Nergo fährt regelkonform komplett gelb. Ja. Ich finde, die sollte alles disqualifiziert werden. Jürgen fährt auch nach dem Perspektivenwechsel immer noch rot hinten und violett vorne. Das wäre ja lustig, wenn ich dafür disqualifiziert werde. Ne? Falsche Reifen gefehlt. Ja, aber also bei dir ist es ja anscheinend richtig. Du hast ja auch vorne rote drauf. Ja, ja. Aber trotzdem, allein, dass das so ausgewählt ist, eigentlich. Bei mir werden auch Lilane bei dir angezeigt, wenn ich in die Cockpit-Cam gehe. Achso, na dann. Alter, Spiel ist bugfrei. Absolut. Die haben sich selbst übertroffen, würde ich sagen. 31,3 Sekunden. Also in der ersten Runde raus sein kann ich nicht empfehlen. Ich würde auch gerne noch fahren. Ja. Solltet ihr nicht machen. Ich dachte, das sollten wir machen. Nee, solltet ihr nicht machen. Kann ich echt nicht empfehlen. Das ist nicht so toll. Aber so zwischendrin ist halt auch ein bisschen doof. Dauert ganz am Ende ist auch scheiße. Nee, so dauert die Box fahren zu müssen, würde ich sagen. Weil einfach. Ah, es nimmt so ein bisschen die Spannung. Ja, und mitten im Nirgendwo zu fahren ist auch nicht so geil. Ja, toll. Ja, was machen wir als nächstes? Machen wir ein anderes Projekt? Ja. 3-Runden-Rennen. Ohne Schaden. Nee, ich hab gedacht, wir wechseln wieder auf 2016. Nee. Nee. Yeah, jetzt sind es nur noch 20 Sekunden auf den davor. Wer ist vor dir? Stroll? Massa auf Ultrasoft. Den kann ich bestimmt einholen mit kaputten Soft. Fahren die zweimal in die Box? Wer Lust drauf hat. Weil die nicht kommen nicht so weit. Ja, aber die waren nicht so viel langsamer, die Strategie. Ich hatte die auch gewählt ursprünglich. Deshalb war er wahrscheinlich so verwirrt und hat die halb Ultrasoft nur drauf gemacht. Wirklich. Und als ich den Unfall hatte, habe ich halt dann Gelbe draufgezogen. Oh, um auf den Müll zu fahren, was mache ich denn da schon wieder? Hat ja prickelnd funktioniert, würde ich sagen. Also mit den roten Reifen kann man auf jeden Fall Hälfte des Rennens durchfahren. Ja, das habe ich auch gemerkt. Die Frage ist, ob man mit den gelben ganz durchfahren kann, bis auf eine Runde. Theoretisch. Dürfte knapp werden. Stimmt. Also ich habe jetzt 25. Ach klar, kannst du dann damit durchfahren. Hast du was, 25? Ja, ich kann gleich nochmal zu Ende fahren. Ja. 25 links und 21 rechts hinten, 19 rechts vorne. Das wird aber noch knapp. Aber das ist wahnsinnig, dass du so wenig verbrauchst. Lenkrad. In der Karriere den Lenk... Ja, den, klar, Lenkrad. Ja, das ist tatsächlich Lenkrad. Ne? In der Karriere den Reifentest, den bestehe ich auch immer erste Runde lila.
Und zwar immer noch nach rechts erweitert. Weiter okay. Nach rechts geht nicht. Aber es also hilft halt zeitlich nicht. Ich meistens auch auf der ersten Runde, aber naja. So heftig ist es aber nicht. Ah, der Benzintest, der ist bei mir immer... Es ist gut, wenn er nicht ganz schlecht ist. Ja, der Benzintest ist aber auch dieses Lift und Coast, finde ich, funktioniert gar nicht gut. Kriege ich auch nicht. Dass sie da, ja, also schlagen es dann ja vor, aber man kann es auch halt nachlesen, das scheint wirklich so wenig zu bringen. Ich dachte erst, es liegt nur an mir, aber es gibt genügend Leute, die sich darüber beschweren. Ja, das war beim letzten Spiel, war das noch heftiger, fand ich. Aber was natürlich auch hilft, ist, wenn du da mit manueller Schaltung fahren würdest, ne? Ja, das kann sein, aber das hilft mir halt nicht. Oh, hallo, wer war jetzt noch mal vor mir? Ja, das werde ich sein. Vor mir? Jawohl, hallo! Du warst gerade in der Box, nicht wahr? Ja, ja. Ich habe auf die Karte geguckt, das war nicht so gut. Der Wehrlein fährt die schnellste Runde, na klar. Man kann träumen. Das erklärt, warum ich nicht an den reingekommen bin. Naja, du musst ja erstmal an mich wieder rankommen, ne? Nein, nein, ich, am Anfang bin ich doch hinter dem hergefahren und der ist näher weggezogen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Müssen wir zu verweichen Reifen weiterfahren. Hat der bislang eigentlich schon irgendwas geschafft, Wehrlein? Ja, ist ziemlich auf sein Kopf mithalten. Also er hatte ja am Anfang die Verletzung des Jahres, ist er überhaupt nicht gefahren. Seit er wieder drin ist, ist er jetzt auch nicht. Also erfolgreich ist er sowieso nicht, weil das Auto kann das nicht. Aber Ericsson ist jetzt eigentlich schon besser platziert immer. Ja, aber der hat auch mehr Probleme mit seinem Auto, oder? Ist der jetzt nicht in Belgien auch wieder... Ja, ja. Das hat er ja jetzt schon die letzten zwei Rennen, oder? Hat das ein Rennen davor nicht auch gehabt? Der hat das auf jeden Fall häufiger mal. Nicht so oft wie Verstappen, glaube ich. Ja, Verstappen hat auch richtig die Saison. Ja, dafür trumpft halt Ricciardo oder wirklich auf, ne? Also ich habe Laufladung, bist du direkt an mir? Ja, nicht ganz, aber bei mir hast du auch rot-lila Reifen. Ernsthaft? Wow. Dann lasse ich dich jetzt gleich nach der Probe vorbei, okay? Fahr eben. Das war zwar raus, aber egal. Ja, ja, ich habe das jetzt einfach verstanden, dass ich eben fahren soll. Ich dachte eigentlich, du bleibst auf der Ideallinie und ich gehe da weg. So war es eigentlich wieder. Ja, deswegen, ja. Ja. Der Abstand zum Team. Halt die mal hinter dir auf. 37,7 Sekunden. Werde ich, glaube ich, automatisch machen. Nur so ein bisschen. Oh. Hamilton will jetzt erstmal die schnellste Runde holen. Wobei, die werden ja auf der Strecke nicht angezeigt, wenn wir da drauf. Die blauen Flaggen. Steht bei mir nur als Schrift oben. Mono, siehst du die blauen Flaggen? Nee. Ui, was? Ja, okay. Hast du DRS bekommen vielleicht? Nö. Fahr mit den langsamsten Reifen die schnellste Runde. Bleib bestimmt dann wieder runter, muss man lieber. Jo. Doch, ich bin tatsächlich auch gerade so. Ich weiß nicht, wie lange ich vor denen fahren kann, ohne Strafe zu bekommen. Oh, da ist sie schon. Nicht so lange. Jo, meinst du, dass es gut ist, so zwei durch die Orange zu fahren? Ich bin immer noch fest davon überzeugt. Oh, Ricardo ist übrigens Zweiter, weil wir gerade gesprochen haben. Ja. Nicht Raikön, wo ist denn Raikön, Mono? Ich habe eine Kollision mit. Wo Ricardo ist Raikön? Ich guck mal. Nee, also ich habe keine Kollision. Ja, das ist ein Standesauto. Raikön. Wo ist er denn? Raikön ist Sechster. Na, immerhin. Punkte für Ferrari. Ist auch quasi direkt hinter Bottas, also er hat noch eine Chance. So die Frage, ob wir dir nicht ein zu starkes Team zugestanden haben. Der Sebi holt ja Punkte.
Ja, und zwar gut, bitte. Das Auto vor dir beträgt 10,9 Sekunden. Das ist schon frustrierend, hier keinen einzigen zu sehen. Mhm. Ich überhole dich gleich vielleicht nochmal. Weg natürlich. Ja, also da bist du aber schon noch weit weg. Ja. Halbe Runde noch. Box, Box, Box. Ja, wenn ich wirklich durchfahren kann, sollte das nicht klappen. Das sind noch 12. Hast du das Auto verloren? Also seit ich den größeren Unfall hatte, zieht sich das jetzt irgendwie. Am Anfang fand ich, geht das richtig schnell. Jetzt geht das nicht ein bisschen sehr. Die blaue Flagge. Gott, ich muss echt Stück. Viel korrigieren, damit ich hier auf der Strecke bleibe. Wie viele blaue Flaggen darf man ignorieren? Zwei oder drei? Also bist du nicht vorhin schon länger? Achso, bist du disqualifiziert? Nee, ich meinte Strafen kassieren, also wirklich. Hast du das schon ausprobiert, ne? Ich glaube, ich habe es nicht ausprobiert, ich hatte den blauen Flaggenback und konnte nichts dagegen machen. Ach ja, richtig. Aber ja, es waren mehr als drei. Ich glaube, ich bin bestimmt zwei Runden oder so, bin ich permanent mit blauen Flaggen gefahren, danke. Und habe Strafen kassiert. Ich glaube, 30 Sekunden, bis man eine Strafe bekommt. Also Raikön hat mir noch einen mitgegeben beim Runden, danke. Wir wollten halt vorbei. Ja. Raikön will noch Punkte holen. Der ist jetzt genau, gut gemacht, Raikön. Für Ferrari. Ach Mann. Ich will ein anderes Spiel. Ach, jetzt komme ich schon wieder nicht auf diese Kurve dadurch. Ja. In der Karriere würde man den Wagen jetzt wahrscheinlich abstellen, die Teile zu schonen. Ja, oder als ich weiß nicht, ich bin noch gefahren. Oder Session gestartet. Ja, stimmt doch. Also ich musste heute einmal die Session neu starten, weil in der Einführungsrunde zwei Fahrer disqualifiziert wurden. Das fand ich irgendwie scheiße. Ja. Mal gucken, wie viele Flügel man zur Verfügung hat. Ja, und ich hab dich überrundet. Nein, ernsthaft? Wie hast du das nur geschafft? Ich bin sicher, weil DRS jetzt durch dich. Was? Ich bin kurz nach dir durch den Messpunkt gefallen. Ultrasoft solltest du jetzt dich zurückholen können. Schon gut. Werden wir jetzt merken. Und was sind so eure Ziele für die Saison? Ankommen. Ich würde gerne einfach ein bisschen fahren. Ja, du siehst, wir haben alle sehr hohe Ziele. Ich würde gerne einfach ein bisschen fahren. Ich würde gerne in einem Rennen mal einen Punkt bekommen. Der Gondel-Modus hier. Ich habe das Gefühl, Cyrock hat andere Ziele. Ja, ich glaube, ich muss mir einen Panzer zulegen im nächsten Rennen. Fährst doch schon Panzer. Deswegen war ich so oft in der Box und musste Flügel wechseln. Ich glaube, nein. Warum sind deine Reifen noch dran gewesen? Warum? Weil du Panzer fährst. Also das ist ein Panzer, ist es nicht? Ja, du hast keinen, aber Jörg hat einen Panzer. Wenn wir den schon Panzer nicht bauen, dann sollten wir doch auch eingehen. Nee. Jörg ist erster Fahrer, der kriegt die Updates als erstes. Nee, ich bin zweiter. Nein, das ist eigentlich bei... Ja, stimmt. Was ist denn eigentlich bei dir genau passiert am Start, Mono? Wie ist eigentlich schnell erklärt? Ich bin relativ gut weggekommen. Bin in der Mitte, also ich bin links gestartet, bin dann in der Mitte zwischen Stroll und noch wen gezogen, bin vorbei an dem rechten und als ich an Stroll noch nicht ganz vorbei war, bin ich zu weit nach links gefahren, weil ich weiter nach außen wollte, damit ich gut in die Kurve einlenken kann und dann habe ich den zu wenig Platz gelassen.
der hat mit dem Vorderreifen den Hinterreifen getroffen. Ich habe mich weggedreht und bin mit dem Reifen gegen die Wand geknallt. Deswegen hat der vermutlich auch keinen Schaden davon getragen. Ja, der fährt jetzt vor mir immer noch. Also Stroll konnte da nichts für. Das ist so mein Fehler. Ich habe da einfach nicht genug Platz gelassen, dass der dann noch fahren konnte. Ja, ich habe so die Berührung und ich bin kaputt gegangen. Noch läuft für mich gut. Tja, du siehst ja, jemanden. Das ist ein Sieg. Ja, ja, mich sieht er. Ja. Aber er ist halt auch schon eine Runde vor mir. Ich finde es schön, dass Mono sein Ziel selbst in der ersten Runde noch nicht erfüllt. Er würde gerne ein bisschen fahren und stellt sein Auto direkt ab. Ja, wundervoll. Richtig gut gelaufen, richtig gut gemacht. Ich bin übrigens dafür, dass wir die Teams umändern. Wir spielen Sepp gegen Team 0 Punkte, das heißt alle anderen von uns. Alle gegen Sepp. Mergurix ist viel zu stark mit seinem Teammate. Mein Teammate ist viel zu stark. Raikön ist gefährlich. Raikön fühlt sich jetzt so wie Mergo letzte Saison, als Cyrop die ganze Zeit kaputt war. Raikön ist irgendwie immer noch weg. Auch nicht mehr ganz so nah an Bottas. Also ist noch gut in Sichtweite, aber ich glaube nicht mehr in der ersten. Aber das Problem ist ja, dass Jörg und ich hier so, naja gut, wenn ich keinen Boxenstopp so früh gehabt hätte, wäre es vielleicht noch ein bisschen anders gewesen. Ja, das ist übrigens Vierter. Aber wir haben halt einen riesen Unterschied im Vergleich zu Sebi vorne. Ja, klar. Aber ich merke jetzt auch meine Reifen, muss ich sagen. Aber deswegen haben wir ja auch gesagt, dass wir die KIO so hochstellen. Das für uns war ein bisschen anstrengend, aber. Björn, hast du DRS nicht angemacht gerade? Hast du das vergessen oder zeigt das nicht an? Doch. Okay, ich das, doch angemacht, das, oder blinkt nämlich, das blinkt nämlich jetzt hier orange. Also jetzt DRS verfügbar. Ja, ja, okay, dann. Ah, okay, nee, nee, ich hatte es an. Ja, dann ist wieder einer dieser Anzeigefehler beim Zugucken. Ja. Und ja nur. Also von mir aus könnte es jedes Rennen regnen. Anscheinend kommt ihr damit nicht so gut klar, die KI nicht und ich schon. Also mir wäre das gut, also ich fände das gut, wenn da so die KI sagt. Ich bin schon wieder abgehört. Aber ich bin mal gespannt, wie viel Zeit Strafe ich habe. Also ich habe eine 3 Sekunden Strafe. Oh, ich habe ein bisschen mehr. Ich im Moment auch. Danach habe ich auch nicht mehr abkürzen gekriegt. Glaube ich. Ich schon. Warne. Wenn ich jetzt noch mal abkürze, kriege ich noch mal 3 Sekunden. Also ich habe ja keine Strafen. Krass eigentlich. Für deine Verhältnisse ist das echt gut. Für meine Verhältnisse ist es wirklich gut. Mhm. Das ist eigentlich Kollision verursacht mit Striking. Ich muss eigentlich mal nachgucken, ob ich Strafe bekomme. Nee, wenn du überhaupt kriegst, dann eine Verwarnung für wahrscheinlich. Nee, ich habe nur einen Totalschaden. Und Felipe Massa hat eine Kollision mit mir verursacht. Ja, und der war der Bösewicht. Warum rennt sich denn da so früh? Mit Zollrock verursacht. Mergurix hat eine Kollision mit. Jetzt habe ich eigentlich so gedacht, dass Zollrock nur so halb gemutet ist und dann erstmal hier so. Aha! Jetzt, Ruppels. Was ist denn jetzt los? Jaron, was ist los? Ja, ich habe gerade interessante Ruckelbilder produziert. Ja, wir haben auf Demo gehört. Ich habe auch gerade nur 20 FPS. Das wird echt so die Sonne. Naja, wenn Sebi nicht schlecht. Wenn Sebi nicht diesen Vorsprung hätte. Könnten wir nochmal neu starten, aber das wäre ein bisschen unfair. Ja, das Schlimme ist halt, jetzt habe ich. Ne, jetzt gerade ist es schlimm gewesen, jetzt geht's wieder. Ah, ist das echt. Ey, jetzt kriege ich aber hier die Lags. Aber das hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Ich hatte halt diesen Schwarzbild vorher, aber ich habe ja schon anderes ausprobiert und hatte ich das noch nie. Aber es ist eindeutig dann vom Computer und nicht vom Netcode, oder? Oder vom Spiel halt und nicht vom Netcode. Ja, das ist halt genau so. Ich hoffe, ich habe noch Speicherplatz frei. Warum sollte ich das jetzt wegen den Lags jetzt kommen? Also ich habe erstmal all unsere Formel 1 Aufnahmen, die ich noch hatte, von der letzten Saison gelöscht und das war ein Terabyte. Das sollte jetzt genug haben. Ja, von Folge 20 oder so, glaube ich. Weiß nicht mehr genau. Also sollte die Hälfte der Rennen oder so, soll das gewesen sein. Bei mir ist es ja auch recht übersichtlich mit den Aufnahmen und der Größe und so weiter. So. Also das Rennen läuft 1A für mich, durchgehend. Ja, immer wenn Guillaume irgendwie in meine Nähe kommt, gibt's Lags. Dann ist er wieder weg.
Und ich habe überhaupt keinen hier. Jetzt bin ich aber richtig weit weg, also... Ja, das hat dich 10 Sekunden gekostet oder so, ne? Ja, ja. Mal sehen, ob ich bis zum Ende des Rennens nochmal rankomme. Ja, irgendwann sollten deine Ultras ja auch ein bisschen abbauen. Der Motor hat jetzt durchschnittlich 8-9%. Irgendwo dazwischen. Bei mir hat er 5-6. Ne, unten hat er 8. Bei den unteren Waren. Das liegt definitiv daran, dass du mit Gamepad fährst. Also die unteren sind bei mir bei 8 und oben 3-4-3. Ich würde das jetzt alles vorlesen, aber dann brauche ich einen Unfall. Ich glaube, das liegt daran, dass ich so turbulent fahre. Turbulent? So. Also ich habe 5-6-3. Die Lottozahl hat das übrigens. 8-8-8-5. Bis Runde 11 waren alle immer mal wieder in den Strafen, also in den Vorfällen verzeichnet. Und ab dann Runde 12 kommt nur noch Guillaume. Nee, ich auch. Ich habe nämlich auch letztens. Ja, Runde 24, aber Runde 12 bis 22 ist nur Guillaume. Streckenbegrenzung überschritten. Mehrere Warnungen. Laufflagge ignoriert. Kollision mit Dekade verordnet. Streckenbegrenzung überschritten. Kollision mit Raikön verordnet. Streckenbegrenzung überschritten. Streckenbegrenzung überschritten. Mehrere Warnungen. Streckenbegrenzung überschritten. Streckenbegrenzung überschritten. Ich war fleißig. Gas. Wenn irgendwann der Piepton kommt, weißt du, jetzt wird's schwierig. Tja. Gibt's denn hier Piepton eigentlich noch? Ja, den gibt's. Ich hab den schon mal bekommen, als ich disqualifiziert wurde wegen dem Blaufflaggenbug. Achso. Was machen wir eigentlich, wenn der blaue Flaggenbug kommt? Dann hat der Pech gehabt, ne? Motorschaden oder wie? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist schön, wenn man, wegen man merkt, wir haben einen Plan. Bug, die Zeit könnte man eigentlich wieder rausrechnen am Ende. Bei so einer Geschichte, finde ich. Ja, aber du wirst ja disqualifiziert. Ja. Es sei denn, es gibt eine gelbe Flagge. Ja, das stimmt. Man ja, wobei bei mir war es ja so, es war noch vor dem DRS. Und als das DRS aktiviert wurde, war das auch vorbei. Ja, der hört irgendwann auf, der blaue Flaggenbug, ja. Ja, wahrscheinlich, wenn irgendeine andere Nachricht kommt. Ja, weil die Frage, ob man so lange durchhält. Das ist genau die wenn Frage. Wenn eine andere Nachricht kommt, das heißt, wenn man zum Beispiel einfach stehen bleibt oder was? Nee, wenn sich halt was Wesentliches ändert, wie halt zum Beispiel DRS, also zum Beispiel Safety Car oder sowas. Also ich hatte es bei einer Gelbphase, glaube ich schon, dass er weg war, oder war das ein Safety Car? Also bei mir war der ja auch einmal, als wir in China gefahren sind. Vielleicht VRS. OSC. VRS? VRS. Ah, ja, fast. Vielleicht haben wir ja Glück. Bis jemand von uns in der Nähe der KI fährt, ist der blaue Flaggenbug. Ach, sag mal, was mach ich denn? Ich kann mir doch keinen Platz sehen. Warum bist du kaputt gegangen? Wir reifen schon dran. Nö, der fliegt da. Okay, bei mir war der Reifen noch dran. Ach nee. Safety Car! Herzhaft? Ich nicht wundern. Nö, das müsste schon da sein. Das ist sehr bedauerlich. So, drei Runden vor Schluss. Ja, das macht aber eh keinen Unterschied mehr bei mir. Ja, trotzdem, jetzt sind wir so lange gefahren und dann ist es vielleicht mal ein bisschen gefahren. Das Schlimme ist, dass ich jetzt halt der letzte noch fahrende Fahrer bin, der platziert ist. Das ist noch frustrierender. Was mache ich? Ja, du bist ja nicht Letzter, du bist Erster. Eben, du kriegst ja Punkte, für dich lohnt sich das. Ich bin der letzte noch fahrende Fahrer. Also P17 von 17. Bist du schön? Tja, drei Leute sind ausgeflogen. Keine KI, oder wie? Wenn noch einer ausfliegt, dann reicht es für Q2, ne? 16 reicht auch noch nicht, 15 braucht man. 16 reicht auch noch nicht? Nee, hatte ich heute in der Karriere. Okay. Daraufhin habe ich erstmal alle Teile gewechselt. Ich dachte, ab 16 wäre noch nicht Q2. Naja, es war 2006, war das ja. Ja, das ist genau so geändert. Achso. Gab's 22 Fahrer? Weil ja zwei Leute wechseln, jetzt ist 15 und 10. Ja gut, macht doch Sinn. Ja. Die großen müssen unterpassen vielleicht. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Es ist sehr gelb, aus meiner Sicht. Die Vorfälle. Hä, warum bist du in der Box? Also, warum ist der Fahrer noch da? Weil das er neben mich jetzt auch. Die anderen was Fahrer, also wenn ein Fahrer einer Formel 1 rausgeht, geht er da auch nicht direkt nach Hause und bleibt noch da. Ja, aber das Fahrzeug aber von ihm steht weg in der Box. Außer er ist Alonso, aber sonst. Okay, außer er ist Alonso. Dein Fahrzeug steht in der Box?
Ja. Anwählen? Nein, kann ich nicht mehr anwählen. Nee. Was macht Raikön? Raikön ist auf 5. Sehr gut. Raikön ist auf 5. Bottas auf 4. Irgendwer, also Hamilton oder Ricardo sind irgendwo raus oder Boxenstopp oder was auch immer. Hamilton ist ja noch auf 11, der war vorher auf 3. Aber Bottas kriegt er nicht mehr. Bottas kriegt er wahrscheinlich nicht mehr. Obwohl, naja, er bremst sich schon gut ran. Wo war Hamilton? Hamilton ist jetzt auf 11. Okay. Der war vorher noch dazwischen, also vorher war der auf 3 hinter Ricardo. Ich werd grad müde, das ist nicht gut. Ja, bist gleich zu Hause. Also, du bist gleich da. Ich bin gleich zu Hause. Der Wagen hinter mir hat übrigens eine Zeitstrafe, der fährt überhaupt nicht mehr. Komm, du hattest eine Zeitstrafe, das wundert mich jetzt aber. Ja, sehr eigenartig. Ich würde es mal so sagen, auf dem Tableau wirst du gleich sehen, wie viel. 2 von 5,4 sind ja fast Monaco-Verhältnisse hier. Ja, das ist aber Australien. Weil in China ist es für den Rest der Saison. Ja, es gibt auch nur einer Punkt, also so gesehen passt das zu Monaco. Zumal in Monaco genau derjenige Punkt gekriegt hat. Ja, wir haben, da müssen wir jetzt was aufholen als Team Renault. Schon natürlich. Mal einen richtig schönen Saisonstart hingelegt. Wir müssen einfach weiter Zeitfahrer beschießen. Wir haben uns zumindest nicht gegenseitig abgeschossen. Oder wir sind nicht Science oder Clear oder so. Das stimmt, wir haben uns nicht gegenseitig zerstört. Immerhin. Das hätten ich und Cyrock sonst gemacht. Wenn Cyrock gut gefahren wäre im Qualifying. Was er ja nicht gut gemacht hat. Tja. Mal gucken, ob es hätte ja auch den Regen geschoben. Ja, wobei ich den Regen nicht mehr ist echt so, wo man sagt, boah, geil, Alter. Ach, im Rennen wäre das okay. Nö. Egal wann, es ist so schön, wenn man da sagt, juhu, schön langsam mit 20 um die Kurve. Ja, ich habe sogar die Regenmeisterschaft mal ausprobiert. Nein, genau genommen habe ich sogar durchgespielt. Ja, du kannst mal ja, es gibt ganz viele Events. Genau, das ist halt mit Classic Cars und dann fährst du, ich glaube, 5 Strecken oder 6. Und wenn die McLaren und Mercedes nicht so viel stärker gewesen wären, hätte ich den blöden Cup auch gewonnen. Ferrari nur ist hier. Nee, ich hatte den. Völlig overpowered. Den Williams von 98, das ist der beste. Nee, von 92 hatte ich den. So, oh, schön Ziel. Nee, wenigstens kannst du mich nicht mehr überrunden. War aber knapp. Wo bist du denn? War knapp, du. Der Ferrari, der zweite. Wo ist er denn? Auf 17. Ja, das weiß ich. Ich war da auch auf der Strecke. Da bist du. Oh, da war das aber wirklich knapp. Ach, das war noch Welten. Welten. Uiuiui, was war das für ein Geräusch? Das war ganz normal. Ich hoffe, du schaltest dich immer so. Nergo fährt doch überhaupt nicht. Ja, Nergo fährt doch. Ich habe übrigens, also falls ihr Nergo zuguckt, ich fand den Regen auch nicht so schlimm, eigentlich im Qualifying, nur die ungültige Rundenzeit, die habe ich mir jetzt in dieser Kurve habe ich schon bekommen. Da bin ich ein bisschen weit rechts gefahren, weil ich an Magnus vorbei wollte und da habe ich dann schon die nächste Runde ungültig. Ja, ach so. Das ist noch so immer weit von der nächsten Runde entfernt. Also ist normalerweise kriegst du das erst hier. Ja, da hätte ich es auch verstanden. Aber echt, das Problem ist, das wird halt in Sektoren gerechnet und das damit hast nee, du... Nee, das stimmt nicht. Sepp. Ich hab das auch schon später. Ich hab eigentlich immer nur gehabt, wenn man im letzten Sektor ist. Also wirklich. Ja, das schon, aber... wenn man dann eine Strafe bekommen hat, dann war es immer. Aber der letzte Sektor würde ja zum Beispiel hier diese schnelle Schikane, ist ja auch im letzten Sektor. Wenn genau. Ich da abgekürzt habe, dann habe ich aber keine ungültige Rundenzeit in der nächsten Runde bekommen. Jetzt ist es soweit. Die so, jetzt gucken wir mal. Tolles Rennen vom Sepp bewundern. Sehr schön Kopf ausgesucht. Ich muss rein. Ach, das war Sepp, genau. Ich wollte schon fragen, wer ist er denn? Ich hoffe nicht. Wer ist er denn? Das war schnell aus mein erster Charakter oben links. Also ich muss ja sagen, die Fahrer kennt man ja normalerweise mittlerweile. Ja, meine auch. Das ist Ebenbild. Das ist Ebenbild. Glaube ich dir.
kein Ebenbild. Oh, ich habe nur 9 Sekunden. Das ist so schwach. Ich glaube, Platz 3 Sekunden nicht mehr. Ich bin, glaube ich, Letzter. Naja, ich bin Letzter. Das macht echt Mut. Kein Wunder, ich bin ja auch nur 15 Meter oder so von meinem Startplatz weggekommen. Tja. Immerhin bist du vom Startplatz weggekommen. Immerhin bin ich vom Startplatz weggekommen, ja. Ja, lass uns dran. Ich würde mal sagen, Carlos Sainz und Queer, die schummeln voll! Was Stops denn? 0! Hä? Was? Ja! Und Massa auch! Ja, dieses Spiel ist bugfrei. Was? Hallo, was hätte ich dann überholt, wenn der in der Box gewesen wäre? Was? Also Queer und Sainz haben bei mir einen Boxenstopp. Nee, bei mir nicht. Bei mir hat auch Jormund 0 Boxenstopps. Ja, bei mir ja, das auch. Hat er bei mir auch. Ich hab 3. Das wird mir auch wieder komisches angezeigt. Ich bin noch nicht mal Horst, was macht denn ihr da? Ich bin Horst, das heißt, alles, was bei mir steht, ist richtig. Ja. Ach so. Wenn man in die Rennleitung geht, dann kann man aber bei Guillaume und einsehen, dass er unterschiedliche Reifen gefahren ist. Ich guck mal gerade bei Massa nach. Ja, bei Massa kann man, das ist nur ein Anzeigefehler. Okay. Sainz und Fiat und so, die sind alle unterschiedliche Reifen gefahren. Rot und Blau. Guck mal, Red Bull ist vor McLaren tatsächlich mit einem Punkt. Ich kann das gerade nicht passiert. Sehen. Ich hab den schwarzen Bildschirm. Du musst einen weiterdrücken. Nee, ich kann nicht. Ich hab einen schwarzen Bildschirm. Ja, ich auch. Ja, in 2 Sekunden beginnt die nächste Session. Was ist das denn für ein nerviger Timer eigentlich? Ja, ohne Spaß. Sebi, du musst abmoderieren. Mit diesem schönen Bild hier. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Reicht das? Ciao. Das muss wohl.